Wallamagulis und Howdy! Wir spielen ein neues Spiel, wir spielen Depraved und im heutigen Video erfährst du, was dieses tolle Spiel Depraved ist, wo ich es her habe. Danke nochmal an die Entwickler, kleiner Hint. Und du erfährst, worum es in diesem Spiel geht, ob es sich lohnt, das zu kaufen. Es ist also ein kleines Review. Bleib jetzt dran, jetzt gibt's noch das Intro und dann geht's direkt los. So, da sind wir wieder. Und worum geht's in Depraved? Das ist die Hauptfrage. Das klären wir heute. Ich sag's euch so viel, wer Anno gespielt hat, wird Depraved lieben. Das ganze Spiel befindet sich aber noch in der Entwicklung und sollte eher mit Vorsicht genossen werden, denn ich habe schon einiges entdeckt, was eher unschön ist. Aber trotzdem, danke nochmal an Evil Bite. Ich glaube, das sind zwei Brüder, wenn ich mich nicht recht entsinne. Entsinne ich mich recht? Ich bin mir gar nicht sicher. Und an unseren lieben PVBOK, der das Ganze möglich gemacht hat. Und zwar hat er den Kontakt weitergeleitet, die beiden Jungs, wenn es zwei Brüder sind, haben anscheinend meinen Kanal ganz gut gefunden und haben mir den Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank von meiner Seite nochmal. Wer meine Let's Plays kennt, und das solltet ihr auch, Evil Bite, ab jetzt zumindest, ich kann euch auch kritisch bewerten. Also ich werde nicht nur nett sein. Wenn Scheiße ist, wird Scheiße auch genannt. Fakt ist. Also, wenn ihr Nettigkeit sucht, bitte für Falsche. Wenn ihr eine klare Ansage wollt, wie das Spiel läuft, was das ist, dann seid ihr hier richtig. Bleibt bitte bis zum Ende, da habe ich noch einiges für euch. Jetzt genießen wir erstmal das Spiel, würde ich sagen. Also wie ihr gesehen habt, ich baue erstmal ganz ein Schiff, Holzfäller, Sägewerk, was man so braucht im Westen. Was? Der wilde, wilde Westen. Und das wichtigste Gebäude überhaupt, eine Toilette. Ja, tatsächlich, ihr müsst in diesem Spiel Toiletten bauen. Ihr wollt nicht vergessen, Toiletten zu bauen. Nein, das vertraut mir. Ihr wollt nicht vergessen, Toiletten zu bauen. Nein, das wollt ihr weg. Unschöne Dinge passieren da. Unschöne Dinge. Was haben wir denn neu? Wir können ein Lager bauen. Okay, also in diesem Spiel müsst ihr, genau wie bei Anno, euch eine recht schöne, passable Siedlung aufbauen. Aktuell hat das Spiel leider noch nicht so viel Inhalt. Ich kann euch das ja mal ganz kurz im Überblick zeigen. Wir haben hier die Sachen, die Sachen, die Sachen, die Sachen, die Sachen. Und hier, die Sachen. Und Deko-Shit. Also ihr könnt schon recht schön was machen, aber ihr seht, wir fangen direkt mit Problemen an. Holzfäller ist zu blöd in seiner Umgebung Holz zu finden, weil das ist ja enorm weit weg, wie wir sehen können. Ja, ja. Wenn man sie nicht an die Hand nimmt, ne? Ihr kennt das ja. Jede Beziehung immer. Naja, egal. Machen wir es mal. Oh, Jäger. Perfekt. Scheißhäuser, alle schön in einer Reihe. Wenn der Nachbar kackt, kann man sich noch unterhalten. Frauenkompatibel. Hier kann jeweils eine sitzen, ihr könnt reden. Super Sache. Wir müssen noch Häuser bauen. Aber jetzt lasst euch nicht verarschen. Es gibt zwei Arten von Häusern. Zumindest zwei, die mir bis jetzt bekannt sind. Zum aktuellen Stand des Spiels. Das sind Hütten. Und das sind Hotels. Hotels können 12 Leute aufnehmen. Und die hier können 3. Die Sache ist allerdings, die hier nimmt 12 pro Mieter. Und die hier nimmt 4. Pro Gast. Warte mal, können die 12 aufnehmen? Die können 8 aufnehmen, Entschuldigung, können 8 aufnehmen. Naja, und 8 mal 4 ist ja bekanntlich nur 32, weißt du? Wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, eine Hütte mit 3 Mietern bringt euch 36, aber ihr habt auch ein bisschen weniger Leute. Guckt also, dass ihr einen recht schönen Ausgleich habt. Am Anfang reichen euch die Hütten vollkommen aus. Ihr braucht sowieso erstmal ein paar. Und ihr müsst auch nicht auf Großplatz zwischen den Hütten achten. Das habe ich am Anfang auch gedacht und habe hier eine schöne Westernstraße hingebaut. Für einen Arsch braucht ihr nicht. Das hier reicht. Der macht sich automatisch seinen Platz. Seht ihr? Hier die rote Zone. Die macht schon genug Platz zwischen den einzelnen Häusern. Automatisch. Auch hier werdet ihr es gleich sehen. Ja, ist die Sache. Wenn ihr mehr Leute wollt, dann müsst ihr aber auch mehr Essen und mehr Trinken anbieten können. Und das kann ganz schnell zu einer Bredouille führen. Also lasst die Scheiße am Anfang. Guckt lieber, dass ihr erstmal die Grundversorgung aufbaut. Und wenn ihr das habt, dann geht der Rest von alleine. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Was bist du? Hey, stopp! Was bist du? Oh, freundliche Hase. Gibt's auch unfreundliche? So richtige Killerkaninchen. Was ist mit dir schon wieder? Er wurde anscheinend von irgendeinem Tier angegriffen. Was ist das hier? Wildschweine. Freundliche Wildschweine. Das gilt es zu beachten. Es sind keine normalen Wildschweine. Es sind freundliche Wildschweine. Ja, wir müssen unsere Westernmenschen hier mit Nahrung versorgen. Wir müssen sie mit allem versorgen. Anno, sag ich ja.
Anno für noch nicht ganz fertige Spieler. Aber ihr müsst auch auf euer Geld achten. Statt mit 16.000, wir haben jetzt ein Minus von 44. Frack. Zudem, das ist die Händlerkutsche, die kommt unregelmäßig einfach mal vorbei und geht euch auf den Sack. Zudem haben wir Hilfsarbeiter hier oben. Wir haben 7 Obdachlose und 5 Hilfsarbeiter. Obdachlose, weil sie einfach noch keine Hütten haben. Das ist auch so eine Sache, die ich noch bemängel. Weil, schau mal. Früher gab es Tracks. Und zwar Siedler-Tracks. Ja, die hatten alle einen Planwagen. Konnten damit kampieren etc. Hier kommt man mit einem Planwagen an und der hat genügend für ein Rathaus. Das und das. So, um die Grundbedürfnisse zu decken. Erstmal. Ihr seht es ja hier oben. Jetzt haben wir hiervon nichts mehr. Hiervon nichts. Aber das und das haben wir noch. Also ich würde sagen 20 von allem ungefähr. Ja, Fakt ist aber, die anderen hatten auch Planwagen. Dieser hat keinen Planwagen. Das heißt, meine Leute sind obdachlos. Wie dumm ist das denn? Ich breche doch nicht in der Gegend auf, wenn ich nicht in der Lage bin, die Leute zu versorgen, oder? Das ist doch absolut hirnrissig. Also Entschuldigung, aber da fehlen noch einige Sachen. Zudem, was ich direkt bemerken möchte, ist, dieses Spiel hat keine Bohnen. Ja, lieber Entwickler, wenn, oder Team von Entwicklern, wenn ihr mir gerade zuhört, es hat keine Bohnen. Perfekt nochmal, das ist ein Western-Spiel. Das ist das Einzige, was man mit den Western immer assoziiert. Bohnen. Was gab es zu essen? Bohnen. Sorry, aber Weizen und Kartoffeln ist eher unbekannter. Die meisten gehen von Bohnen aus oder Schweinen oder sowas. Und ihr müsst aufpassen, eure Leute fressen wie Sau. Es ist kein verdammter Scherz. Wir haben jetzt 10 Pioniere. Pro Haus 3, das heißt hier haben wir 6, das heißt 18 in Behaar. Insgesamt. Diese 18, die fressen wie Sau. Die fressen eine Sau wie Sau. Ungelogen. Das muss dringend balanciert werden. Es ist absolut krank, wie viel deine Menschen essen. Wenn ihr einen Acker habt, okay? Das heißt, ihr könnt Pflanzen anbauen. Und dann baut ihr eine Schweinefarm. Diese braucht wiederum am Ende Mais, soweit ich mich jetzt nicht vertue. Das heißt, ihr braucht 2 gigantische Felder mit jeweils 3 Arbeitern. Das heißt, volle Montur. Und ich glaube, mindestens 2 oder 3 Felder davon, damit ihr eine Schweinefarm versorgen könnt, damit die nicht leer ist. Es ist krank. Es ist wirklich krank. So, wir hätten vielleicht die Ressourcen etwas anders verteilen sollen. Weil uns fehlen Bretter. Weil unser bekloppter Holzfäller meinen musste, dass er sich in irgendeiner Weise anschießen lässt. Klug. Feuern wir ihn mal. Ist das er? Nein, er ist jetzt Hilfsarbeiter. Perfekt. So, jetzt kommt hier auch mal was zu Gange. Im Sägewerk weisen wir jetzt erstmal 2 Leute als Träger zu. Träger machen folgendes. Da steht es. Ich habe keinen Bock, euch vorzulesen. Ich fasse das Ganze einfach mal zusammen. Sie transportieren Waren zum und vom Gebäude weg. Es handelt sich ausschließlich um Waren von diesem Gebäude. Das heißt, sie werden jetzt kein Essen mehr holen. Ihr müsst also immer so ein bisschen darauf achten, dass ihr auch ein paar Träger zuweist. Aber ihr müsst auch darauf achten, dass ihr aufpasst, nicht zu viele Träger zuzuweisen. Sonst gibt es niemanden mehr, der eure Sachen holt. Tja, Fakt 1. Schon wieder was gelernt, was? Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Jetzt erstmal einen Tee. Prost. Heubusch, Vanille und dann auch mit Hafer mit. Göttlich. So geht der Tag los. So muss er losgehen. Ach, guck mal an, das habe ich auch noch nie gesehen. Die Obdachlosen, die machen sich abends ein Feuer, das ist ja süß. Ja, also wenn wir nicht bald mal einen Doktor kriegen, dann verreckelt uns der hier sowieso. Wie ihr seht, er braucht... Sollte sofort einen Arzt umsuchen. Ja. Lasst uns mal die Waffenausgabe auch nicht automatisch machen. Ja. Automatische Waffen sind hier definitiv noch nicht die beste Idee. Eure Leute sind nämlich dumm wie Brot, das müsst ihr wissen. Also es ist quasi wirklich ein Simulator für diese ganzen Covidioten, die rausgehen und demonstrieren. Wir brauchen wir 12 Pioniere. 3, 6, 9, 12. Ich würde sagen, wir hätten es theoretisch gleich haben können. Könnten wir jetzt bitte einmal einen Bauarbeiter haben? Was ist der? Stopp! Ich hab gesehen, du bist Hilfsarbeiter. Nein. Du sollst Baumeister werden. Bam! So. Geh an die Arbeit. Hier gibt's mal einen Träger. Stopp. Einen Träger weniger. Zack. So. Wie viel Holz haben wir? Wir haben jetzt ein Brett. Ja, der Holzfäller schleppt eigentlich ganz gut ran. Okay. Ich will euch das Spiel ja nicht zu langweilig machen. Das heißt, müsst jetzt mal gucken, was wir hier machen können.
Ihr könnt auch übrigens euer Gebiet erweitern. Das kostet euch beim ersten Mal 5000. Pams. So. Und die Apachen oder was auch immer das war, die sind nicht zufrieden damit. Das heißt, ist scheiße. Oh, Wolf aggressiv. Da. Okay. Get it, got it. So, am Anfang eurer Map müsst ihr übrigens mal darauf achten, dass ihr eine Eismine kriegt, ne? Und eine Kohlemine, die solltet ihr schon mal für später schon mal so ein bisschen im Auge haben. Zudem solltet ihr in der Nähe von Kupfer und Gold sein. Das habe ich jetzt in meinem Fall hier. Denn das braucht ihr später alles, um weiterzukommen. Das heißt, wählt euren ersten Standort klug aus. Nur wer klug wählt, schafft auch was. Pass mal auf, als erstes soll der Steinmetz fertig sein. Das ist nun mal jetzt Fakt. Wenn wir keinen Steinmetz haben, gibt es keine Materialien. Wir brauchen erstmal die drei Grundmaterialien. Können wir einen Arzt bauen? Es wäre so praktisch, wenn wir einen Arzt bauen könnten jetzt. Können wir bitte einen Arzt bauen? Wir haben noch jetzt 12. Bam! Arzt! Bam! Bastard! Tut mir leid, ich habe zu viel Alligator gehört. Tja, was soll's. Auch ein Metalhead darf Alligator hören. Ich mag sozialkritische Texte. Und das ist sozialkritisch. Okay, und... Warte. Falsch rum. Doktor. Doktor. So. Schön. Was macht ihr im Moment so? Corona-Shit und so? Wisst ihr, ich bin erstmal am Umbauen. Das ist nicht ganz einfach. Ist nicht immer leicht, was man hier vorhat. Aber hey, was soll's. So, jetzt würde ich sagen, der Doktor. Ja, doch. Soll ich dir sagen, wo du noch mehr Steine finden kannst in deinem Arbeitsbereich? Guck mal. Passt das nicht? Schön, gell? Was hast du denn zu meckern? Du hast als Jäger nichts mehr zu finden. Das ist aber ein hartes Schicksal. Pass auf, da sind Wölfe. Oh, ich fühle mich geehrt. Was ist das? Das ist ein kleiner Steinwurf. Okay. Also wie ihr seht, wir haben Nachbarn. Ja, mit denen können wir auch handeln. Es ist nicht so, als müssten wir die alle abschlachten, auch wenn wir jetzt total amerikanisch spielen können. Aber es gibt ja eh keine Bohnen, also was soll's. Ein Einwohner ist gestorben. Das war unser Holzfäller. Ich sage, der ist verblutet. Und das kurz bevor der Doktor fertig ist. Tja. Shit happens. Das Problem ist, jetzt braucht ihr einen Friedhof. Das wollte ich eigentlich so lange es geht hinauszögern, aber jetzt braucht ihr einen Friedhof. Warum braucht ihr den Friedhof? Keine scheiß Ahnung. Ich glaube, wenn die Leute zu lange liegen, dann verfaulen sie? Ja, logisch, aber ich glaube, dann breiten sich Krankheiten aus. Das kann unser Arzt nicht handeln, deswegen scheiß drauf! Also, guck mal. Wir wollen zum Stadthaus einen Friedhof, das bauen wir mal. Das heißt, das hier 3, 2, 1. Bam! So geht das. Ja, so tut das gehen. Jetzt seid ihr beeindruckt, was? Vielleicht wäre es leichter, wenn wir noch ein paar mehr Hilfsarbeit hätten. Ja, dann machen wir nach dem Doc das hier erst fertig. Und. Ups. Und das. Ja, schön. Dafür braucht es aber Steine. Und. Ich will ja jetzt nichts behaupten, aber ich glaube. Sie holt jetzt nicht von da oben. Nimm die hier. Mädel. Okay. Ich muss dieses Verhalten nicht nachvollziehen können, oder? Sie hat Stein vor der Tür. Und statt diesen hier zu nehmen, geht sie da oben hin. Uch. Danke. Wählt doch die klugen Version, bevor ihr die dummen wählt. Oh je. Naja, was soll ich dazu sagen? Mir fällt da eigentlich nur eins ein. Wollen wir wissen, ob unsere Stadt gedeiht und blüht? Well, das gibt's dann in der nächsten Folge. Jetzt habe ich erstmal noch was für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Valador Herrings. Oh jawohl.